Hallo? Ja. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich lese hier gerade mal eine Zeile vor, die am heutigen Abend auch eine Rolle spielen wird. Schalabén, Schalabei, Schalametzumai. Steht hier auch auf diesem Kranz. Ja, heute sehen wir uns hier zu der Veranstaltung und Dada kam aus Frankenau. Herzlich willkommen zum Literarischen Frühling 2024, hier heute zur 19. Veranstaltung in diesem Jahr. Und es wird eine ganz besondere Veranstaltung, das hören Sie ja jetzt schon. Sie haben schon gesehen, da eben hat sich da eine interessante Bewegung ereignet. Wer weiß, vielleicht haben wir Nachwuchs gezeugt. Denn heute sind wir hier zu Gast in der Kellerwaldhalle Frankenau. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wir werden hier heute Abend eine Vorstellung geben zur Ehrung des vielleicht bedeutendsten Sohnes dieser Stadt. Es wird eine Premiere sein der ganz besonderen Art, denn dieser Mann hat vor mehr als 100 Jahren eine Kunstbewegung miterfunden, die bis heute weltweite Wirkung zeitigt. Damit ist er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermutlich der Frankenauer, der die größten Fußspuren in der Welt hinterlassen hat. Das sollten Sie sich vom Magistrat mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Vor allem, was die Literatur und die Malerei betrifft. Es geht hier um den Dadaismus. Im Lexikon steht dazu eine internationale revolutionäre Kunst- und Literaturrichtung, die jegliches künstlerisches Ideal negiert und absolute Freiheit der künstlerischen Produktion sowie einen konsequenten Irrationalismus in der Kunst proklamiert. Also, man kann sich da schon ein bisschen drunter vorstellen. Moment. Die Rede ist von Richard Hülsenbeck. Nein, Quatsch, hier ist der 1892 hier in Frankenau geboren wurde und der am 20. April 1974 in Muralto in der Schweiz starb. Das ist heute genau 50 Jahre und 5 Tage her. Und deshalb wollen wir eben heute seiner gedenken und das mit dem nötigen Chinderassabombum und mit Kikeriki. Aber dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich im Namen des Literarischen Frühlings begrüßen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steiner, sehr geehrte Mitglieder des Magistrats der Stadt Frankenau, sehr geehrte Stadtverordnete, liebe Bürgerinnen und Bürger von Frankenau, hochverehrtes Publikum. Ich begrüße Sie im Namen der 3 Hotels, die dieses Literaturfestival in Nordhessen veranstalten. Es sind dies das Hotel Die Sonne Frankenberg, das Hotel Schloss Waldeck und das Landhaus Bärenmühle, das im Dorf Ellershausen beheimatet ist, mithin auch zu Frankenau gehört. Sie werden unterstützt von 29 Partnern aus der heimischen Wirtschaft. Einer dieser Partner ist die Waldeck-Frankenberger Bank. Sie hat die Patenschaft für den heutigen Abend übernommen. Und ich begrüße, aber ich kann hier so schlecht sehen, ist der Herr Seitz eigentlich unter uns? Hören wir irgendwas? Nein? Also ich wollte ihn eigentlich begrüßen, aber wie gesagt, die Waldeck-Frankenberger Bank ist hier die Patin, hat die Patenschaft übernommen für diese Veranstaltung, deshalb sehen Sie auch die Roll-Ups der Waldeck-Frankenberger Bank hier. Ja, also, und ich grüße ganz herzlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die uns geholfen haben, diese Veranstaltung hier vorzubereiten und all das zu beschaffen, was hier oben auf der Bühne steht. Ich danke insbesondere dem Rasse- und Geflügelzuchtverein Frankenau und Umgebung e.V. Ich danke der Theatergruppe des Turn- und Sportvereins TSV Frankenau. Und ich danke den Landwirten Judith Garte-Metz und Kali Metz, aus deren Beständen hier einige Utensilien auf der Bühne stehen, zum Beispiel ein mobiler Milchschädel hier vorne. Das muss man sich mal aus der Nähe angucken, ein sehr interessantes Gerät. Vor allem an allen anderen gilt mein Dank aber einem Mitglied der eben genannten Theatergruppe, nämlich dem Frankenauer Schreinermeister Eckhard Ruhwedel. Also, Nämlich Eckart Ruhwedel hat uns besonders viel geholfen hier bei dieser Veranstaltung und wir hätten das alles nicht hingekriegt ohne Ecki Ruhwedel. Nochmal Applaus bitte. Zurück zu Richard Hülsenbeck. Er war der wildeste von allen. Als 1916 im Züricher Kabarett Voltaire 6 junge Künstler den Dadaismus begründeten, tat sich der damals 23-jährige Richard Hülsenbeck besonders hervor. Er blähte die Nüstern, schaute arrogant ins Publikum und hielt mit einem Stöckchen durch die Luft, dazu trommelte, pfiff und brüllte er aus Leibeskräften, so wurde er zum Akteur einer Bewegung, die den Urschrei der modernen Kunst ausstieß und ihre Wirkung entfaltete. Urschrei, bei der Gelegenheit erkläre ich Ihnen mal, das ist ja sozusagen so was Ähnliches, was wir gerade hören. Ja, warum stehen die Hühner hier auf der Bühne? Hühner hatten für die Familie Hülsenbeck eine besondere Bedeutung. Denn Richard Hülsenbeck war ja Sohn des Apothekers und der Apotheker hat die Gemeinde und den Ort mit Medikamenten versorgt. Und für die Medikamente bekam er aber im wenigsten Fall Bargeld. Das hatten die Bürger von Frankenau nicht so viel, sondern er bekam zum Beispiel Hühner. Und irgendwann hat der Apotheker dann das Gefühl gehabt, von Hühnern kann ich leider keine Medikamente kaufen. Deshalb ist die Familie dann fortgezogen. Und so ist Richard Hülsenbeck in Frankenau geboren, aber nicht weiter hier aufgewachsen. Er studierte übrigens später Germanistik und Kunst sowie Philosophie und Medizin. Er reiste als Schiffsarzt durch die Welt und arbeitete als Auslandskorrespondent für Zeitungen. 1936 emigrierte er nach New York und wurde dort als Psychiater und Psychoanalytiker bekannt. Später schrieb er Bücher und verbrachte seinen Lebensabend in der Schweiz, wo er, wie schon erzählt, starb. Im Sommer 1959 hatte Hülsenbeck einmal seine Geburtsstadt Frankenau besucht und er war beglückt darüber, dass einige Bewohner und der damalige Bürgermeister seinen Aufenthalt dazu nutzten, um ihm zu Ehren eine Tafel an die Hausfassade der alten Apotheke in seinem Geburtshaus in Frankenau angebracht wurde. Hülsenbecks Kommentar dazu: Wer hätte gedacht, dass Dada als letzte Bestätigung des guten Willens einiger gebildeter Männer aus Frankenau bedurfte, um der Verewigung sicher zu sein? Also, Frankenau schreibt Geschichte mit dem Dadaismus, denn Dada kam aus Frankenau. Ja, und nun wollen wir mal das Ganze wieder heute zum Leben erwecken. Und zwar mit dem Frankfurter Theatermacher Michael Quast, einem der vielseitigsten Aktionskünstler der Republik. Er wird uns heute mit bizarren Wortgewittern und allerlei Tamtam einen Eindruck davon vermitteln, wie Hülsenbeck vor 100 Jahren sein Publikum agitierte nach dem Motto: Ziellose aller Länder, vereinigt euch. Michael Quast, Sie kennen ihn, er ist ein Vollblutschauspieler, der an führenden deutschen Bühnen engagiert und heute die Volksbühne am Großen Hirschgraben in Frankfurt am Main leitet. Beim Literarischen Frühling ist er wiederholt mit literarischen Revuen aufgetreten, so über die Reformation und den Deutschen Wald und 2016, damals zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung des Dadaismus. Ja, so. Also, eins möchte ich noch sagen, sozusagen eine organisatorische Ansage. Michael Quast wird jetzt zunächst so etwa 45 bis 50 Minuten Sie bespaßen. Dann machen wir eine Pause von etwa 20 bis 25 Minuten und dann geht es nochmal weiter. Aber er wird schon dafür sorgen, dass man merkt, wann die Pause anfängt. Ich begrüße jetzt Michael Quast und rufe ihn auf die Bühne. Hugo Ball, den Gründer und Leiter ausgelehrten Institutes habe ich heute Abend eine Erklärung abzugeben, die Sie erschüttern wird. Ich hoffe, dass Ihnen kein körperliches Unheil widerfahren wird, aber was wir Ihnen jetzt zu sagen haben, wird Sie wie eine Kugel treffen. Wir haben beschlossen, unsere mannigfaltigen Aktivitäten unter dem Namen Dada zusammenzufassen. Wir fanden Dada, wir sind Dada, wir haben Dada, Dada, wurde in einem Lexikon gefunden, es bedeutet nichts. Dies ist das bedeutendste Nichts, an dem nichts etwas bedeutet. Wir wollen die Welt mit nichts ändern. Wir wollen die Dichtung und die Malerei mit nichts ändern. Wir wollen den Krieg mit nichts zu Ende bringen. Wir stehen hier ohne Absicht. Wir haben nicht mal die Absicht, Sie zu unterhalten oder zu amüsieren. Obwohl dies alles so ist, wie es ist, indem es nämlich nichts ist, brauchen wir dennoch nicht als Feinde zu enden. Im Augenblick, wo Sie unter Überwindung Ihrer bürgerlichen Widerstände mit uns Dada auf Ihre Fahne schreiben, sind wir wieder einig und die besten Freunde. Nehmen Sie bitte Dada von uns als Geschenk an, denn wer es nicht annimmt, ist verloren. Dada ist die beste Medizin und verhilft zu einer glücklichen Ehe. Ihre Kindeskinder werden Sie Ihnen danken. Ich verabschiede mich nun mit einem Dada-Gruß und einer Dada-Verbeugung. Es lebe Dada, 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 Dada. Ein weiterer Text von Richard Hülsenbeck, Zürich 1916, wie es wirklich war. Ich lernte Hugo Ball im Jahre 1912 in München kennen. Er war damals an den Kammerspielen Dramaturg. Er fiel mir gleich durch seine weit überlegte Intelligenz und sein tieferes Wissen und die Dinge auf. Ich schloss mich ihm sehr gern an. Wir gründeten die Zeitschrift Revolution, die für uns ein Ausdruck des Widerstandes gegen das kaiserliche Deutschland war. Ball schrieb ein Gedicht gegen die Jungfrau Maria, was die Zeitschrift zu Fall brachte. Es wurden mehrere Verfahren gegen uns eingeleitet. Man wollte uns das gleiche Schicksal wie Panizza bereiten, ein Autor, der mit Prozessen überzogen wurde. Man übersah, dass wir viel jünger, elastischer, kampfbereiter waren. Invektiven, Drohungen, bürokratische Schikanen gelitten an uns ab. Man konnte sich nicht dunkler gegen uns benehmen, als wir es voraussahen. Wir kannten die Perücken und Schmöcke hinter den Manieren und Tintenfässern, ehe sie ihre Dekrete gegen uns losließen. So maßlos wie unser a priorischer Hass sie einschätzte, konnte kein Unheil uns erregen. Interessant bleibt, dass Ball gegen die Jungfrau Maria schrieb, im Tessin einige Jahre später hätte er es für eine Todsünde gehalten, aber in München wollte er von Religion noch nichts wissen. Kurz vor Ausbruch des Krieges trafen wir uns in Berlin. Ball war damals, wenn ich nicht irre, Redakteur bei Reklams Universum. Er kann aber auch bei einer anderen illustrierten Zeitschrift gewesen sein. Er führte ein recht armseliges Leben, aber die Bemühungen um die geistigen Werte und den Sinn der Zeit begannen ihn mehr als je zu erfüllen. Als der Krieg ausbrach, ging unser Hass gegen das offizielle Deutschland und alles, was sich ihm anschloss, in eine Art paroxystischer Wut, also sich steigernder Wut, über. Wir konnten keine Uniform sehen, ohne die Fäuste zu ballen. Wir überlegten, was praktisch zu tun sei. Ein revolutionärer Widerstand gegen die frisch geölte Kriegsmaschine wäre Wahnsinn gewesen. Mein Widerstand gegen den Geist, den ich mit der kaiserlich-deutschen nachklassischen Bildung identifizierte, begann. Neben den säbelschwingenden Offizieren schritt der deutsche Universitätsprofessor, den Goethe-Band beschwörend, gegen die Brust haltend. Das Manifest der deutschen Intellektuellen erschien mir als der Höhepunkt der Verlogenheit. Es gab für den reinlich denkenden Kriegsgegner nur einen Entschluss. Ein Land verlassen, mit dessen Handlungsweise und Politik man nicht einverstanden ist. Hat Deutschland eine Schuld am Ausbruch des Krieges? Nein, dann bleib im Lande und kämpfe für deine Überzeugung. Ist es schuldig? Ja, dann fahre in die Schweiz, suche von meinem neutralen Standpunkt deine Kenntnis der Dinge zu vertiefen und greife ein, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wir sind damals insofern vielleicht nicht ganz richtig orientiert gewesen, als wir Deutschland und seine damaligen Führer für schlauer hielten, als sie waren. Wir hielten alles für kalte Berechnung. Wir sahen den Kaiser, die Siegesallee, die schimmernde Wehr, die Kruppschen Fabriken. Wir hörten die Aufforderung auf Väter und Brüder zu schießen. Wir ahnten eine tiefe, gegen das Wesentliche, Wertvolle und Menschliche gerichtete Verabredung. Wir sahen in den Generälen eine Art geistige Avantgarde des Teufels. Wir zerrten die Menschen, die vielleicht nur Trottel waren, auf unser Niveau und machten sie moralisch verantwortlich. Wir hielten auch auf der anderen Seite für moralisch reinlich, wertvoll, dringend notwendig, Deutschland den Rücken zu kehren, schon deshalb, weil eine gewisse Gefahr damit verbunden war. Sich einbeziehen lassen und das Klappern der militärischen Hinrichtungsmaschine mit kritischen Bemerkungen begleiten, das konnte jeder. Es kam uns darauf an, unsere Kenntnis von den wirklichen Ursachen des Krieges zu umreißen. Manchmal schwankten wir. War es wirklich Deutschland? Ist es möglich, dass ein Land, ein so großes Land, immerhin unser geistiges Vaterland, einen Weltbrand entfacht? In Zürich erschien eine Broschüre, die das Clinton klar nachgewiesen haben wollte. Kein Propagandawerk der Entente. Ein Deutscher hatte sich hingesetzt und schrieb ein Bekenntnis von Dingen, die er wusste. Es erschüttert mich noch heute, wenn ich daran denke, wie wir uns um die Wahrheit quälten, mit solchen Ideen beladen und belastet kamen wir in einer Stadt, in der sich der Sud der internationalen Kriegsschieberei zu setzen begann. Ich habe von den eigentlichen Schweizern damals in Zürich wenig gesehen. Wir hatten das Gefühl, dass sie uns nicht gern mochten, dass sie sich in ihrer ängstlichen Ruhe gestört fühlten und dass wir eigentlich alles Wesentliche gegen ihre Ansicht durchdrücken mussten. Zwischen den Huren, Feldmachern und Kleinbürgern, die die Lockerung der bürgerlichen Moral mit rot geräderten Augen ansahen, bewegten sich die Uniformen gefangener französischer und deutscher Offiziere. Wenn sich die Feinde sahen, erstarrten sie zu Kleiderstöcken, aber die Hände gingen an die Mützen. Das machte uns tiefen Eindruck. Ich habe mich damals dem Cabaret Voltaire und dem Dadaismus angeschlossen, weil ich begriff, dass ein Kulturprotest und etwas anderes war der Dadaismus nicht. Notwendig sei und dass ich an dieser Stelle etwas leisten konnte. Ich habe mich dem Dadaismus dann in Zürich und später in Deutschland mit einer Intensität hingegeben, die mich Jahre meiner Gesundheit und meiner sogenannten literarischen Karriere gekostet hat. Das war kein Spaß. In dem Wort Dada sammelten wir alles das, was wir an Wut, Verachtung, Überlegenheit und menschlichem revolutionären Protest aufbringen konnte. Ich hätte mit dem Parteibuch gleich welcher Richtung damals weniger geleistet. Es sind immerhin viele Millionen Menschen gewesen, denen das Wort Dada in den Ohren geklungen hat und sicherlich einige Zehntausende, die begriffen haben, dass Dada die Ironisierung und Verhöhnung einer Kultur war, die sich den Flammenwerfern und Maschinengewehren würdig zeigte. Zürich 1960. Wie es wirklich war. Es war genau so wie unsere Ideen. Schweizer sind damals in Zürich gar nicht vorhanden gewesen. Es gab Schieber, Huren, internationales Gesindel und unseren geistigen Durst nach der Wahrheit. Es gab noch einen großen Unbekannten, der später einen Teil der Welt neu einrichtete. Lenin. Er wohnte in der Gasse, in der wir unser Kabarett hatten, uns schräg gegenüber. Wenn man die Schieber auf den Terrassen des Hotel Bauer Olac sah, hatte man die Empfindung, dass die überholte europäische Kultur zum Himmel stank. Die Menschen bewegten sich wie Hühner, wie Projektionen, wie Marionetten. Wo fiel ein Wort? Wo wurde man im Innersten aufgerührt? Wo sah man eine Befreiung von dem seelischen und körperlichen Zwang des Krieges? Lenin in der gleichen Spiegelgasse wie wir schwieg. Die marxistischen Russen, die in Zürich als Emigranten lebten, kämpften ihre Kämpfe in geschlossenen Kreisen. Von Zürich konnte keine Weltrevolution ausgehen. Hier war nur ein Zwischenaufenthalt für Gehetzte, eine Folie, eine Absteige zum Atemholen. Der Kulturprotest, den wir inszenierten, war ein Fanal für alle Heimsehenden in Europa. Abbild und Hinweis auf die zusammenbrechende nachklassisch-bürgerliche Kultur. Aufzeigen eines neuen, gefühlsmäßigen, primitiven Lebens. In dieser Arbeit haben wir unser Bestes geleistet, unsere ganze Kraft ausgegeben. Es wäre lächerlich, wenn wir hinterher etwas anderes aus uns machen wollten, als wir gewesen sind. Wir erlebten den Zusammenbruch als eine Gruppe von kulturellen Arbeitern mit, die auf ihrem Posten verharrten und wussten, was sie taten. Bald fuhr der Rat ins Tessin. Ich selbst kehrte Ende 1916 nach Deutschland zurück. Hier sahen die Verhältnisse jetzt so aus, dass ein Zufassen notwendig war. Das Volk hungerte, die Soldaten begannen zu meutern, die Empörung der Matrosen wurde gerade drakonisch unterdrückt. Jetzt galt es. Die deutsche Revolution scheiterte nicht daran, dass sich Köpfe an ihr beteiligten, die sich für kulturell kompetent hielten. Sie scheiterte nicht an einem Übermaß von Romantik, sondern gerade an einem romantischen Mangel, an einem fehlenden Schwung, einem pathologischen Manko revolutionären Temperaments. Nach meiner Ansicht scheiterte sie an der kleinbürgerlichen, ängstlichen und darum bösartigen, zu keiner heroischen Geste fähigen Seele des mittleren Deutschen. Hätte die deutsche Revolution es verstanden, mehr Menschen unseres Schlages an sich heranzuziehen, sie wäre nicht gescheitert. Es versandet jede Bewegung, die das Geistige verachtet. Das sind ja olle Kamellen. Aber man kann es den Deutschen nicht oft genug sagen. Gastierte er bei Vorstadtdilettanten. Nun sich der Frühling wieder eingestellt und Frau Natura kräftig promenieret, hat ihn die Lappen- und Attrappenwelt verdrossen erst und schließlich dementiert. Er hat sich eine Laute aufgezimmert aus Kistenholz und langen Schneckenschrauben, die Saiten rasseln, und die Stimme wimmert. Doch lässt er sich die Illusion nicht rauben. Er brüllt und johlt, als hinge er am Spieße. Er schwenkt, juchheilend, seinen Brautzylinder. Als Schellenkönig tanzt er auf der Wiese zum Purzelbaum der Narren und der Kinder. Hans Arndt. Die Schwalbenhode. Müsst ihr jetzt gut zuhören. Plinge! Unser guter Kasper ist tot! Wer trägt nun die brennende Fahne im Zopf? Wer dreht die Kaffeemühle? Wer lockt das idyllische Reh? Auf dem Meer verwirrt er die Schiffe mit dem Wörtchen Parapluie und die Winde nannte er Bienenvater. Weh, weh, weh! Unser guter Kasper ist tot. Heiliger Bimba, Kasper ist tot. Die Heufische klappern in den Glocken, wenn man seinen Vornamen ausspricht. Darum seufze ich weiter, Kasper, Kasper, Kasper. Bist du ein Stern geworden oder eine Kette aus Wasser an einem heißen Wirbelwind oder ein Euter aus schwarzem Licht oder ein durchsichtiger Ziegel an der stöhnenden Trommel des felsigen Wesens? Jetzt vertrocknet unsere Scheitel und Sohlen und die Feen liegen halb verkohlt auf dem Scheiterhaufen. Pling! Die Edelfrau bucht feierlich Wolken in Säcke aus Leder und Stein. Lautlos winden Riesenkräne, trillernde Lerchen in den Himmel. Die Sandtürme sind mit Wattpumpen vollgestopft. In den Schleusen stauen sich Arzthörner, Diskusse, Mühlsteine. Die Schiffe heißen Hans und Grete und fahren abends und weiter. Der Drache trägt die Inschrift Kunigunda wird an der Leine geführt. Den Städten sind die Füße abgesägt. Den Kirchtürmen nur volle Bewegungsfreiheit in den Keller gegeben. Darum sind wir auch nicht verpflichtet, die Krallen, Hörner und Wetterfahnen zu putzen. Eröffnungsmanifest. Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste. Und morgen ganz Frankenau davon reden. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist furchtbar einfach. Im Französischen bedeutet es Steckenpferd. Im Deutschen Adio, steigt mir mit den Rücken runter, auf Wiedersehen, andermal. Im Rumänischen, ja, wahrhaftig, Sie haben recht, so ist es ja wohl, wirklich, machen wir. Und so weiter. Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung, es ist einfach furchtbar. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muss das bedeuten, man will Komplikationen wegnehmen. Dada, Psychologie, Dada, Literatur, Dada, Bourgeoisie. Und ihr, verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, nie aber das Wort selber gedichtet habt, Dada Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang, Dada ihr Freunde und auch Dichter, allerwerteste Evangelisten, Dada Sarah, Dada Hülsenbeck, Dada 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 Hue, Dada Sarah. Wie erlangt man die Ewigkeit, indem man Dada sagt? Wie wird man berühmt, indem man Dada sagt? Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand, bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Ahlige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun, indem man Dada sagt? Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt, Dada Herumina Corrodi, Anastasius Lilienstein, das heißt auf Deutsch, die Gastfreundschaft der Schweiz ist über alles zu schätzen und im Ästhetischen kommt es auf die Norm an. Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben, als auf die Sprache zu verzichten. Dada Johann Wolfgang Goethe, Dada Stendhal, Dada Buddha, Dalai Lama, Dada, 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 Dada. Auf die Verbindung kommt es an, dass sie vorher ein bisschen unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm entsprechen, wenn eine Schwingung 7 Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die 7 Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur 2,5 Zentimeter. Da kann man so recht sehen, wie die artikulierte Sprache entsteht. Ich lasse die Leute ganz einfach die Laute, ich lasse die Laute ganz einfach fallen. Worte tauchen auf, Schultern von Worten. Beine, Arme, Hände von Worten ein und... Na, jetzt wo man euch braucht. Man soll nicht zu viel Worte aufkommen lassen. Ein Vers ist die Gelegenheit, womöglich ohne Worte und ohne die Sprache auszukommen. Diese vermaledeite Sprache, an der der Schmutz klebt, wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben. Das Wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. Jede Sache hat ihr Wort. Da ist das Wort selber zur Sache geworden. Warum kann der Baum nicht Plusch-Plusch heißen? Und Plusch-Plubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muss er überhaupt etwas heißen? Müssen wir denn überall unseren Mund dranhängen? Das Wort, das Wort, das W, gerade an diesem Ort, das Wort, meine Herren, ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges. Hugo Ball, Karawane. Kelle ab. So. Und deckt den Deckel ab. So. Und deckt den Deckel ab. So. Und deckt den Deckel ab, so ich. Und deckt den Deckel ab vom Ich. Und deckt den Deckel ab vom Ich. Und deckt den Deckel ab vom Ich. Hugo Ball, Gaji gegen Bimba. Gaji gegen Bimba, Glandridi laula nonicaduri. Gaji ma germa, vieni da Bimba la Glandri, galassassa laulitoni. Gaji gegen Bimba. Blassa, glassala, laula nonicaduri, so sassala bim, Gaji ma tuffen i. Oh, Cataluminae, Rinoza, Rossola, Hopsamen, Launitanoni, ho, Gajama, Rinoza, Rossola, Hopsamen, Luku, Terulala, Laulala, Lu. Infanterin, Brusala, Bulomen, Brusala, Bulomen, Krop, Tata, Velo, da Bang, Bang, Afalo, Puntamai, Afalo, Puntamai, Lendano, Tor, Gacama, Pimpalo, Glandi, die Glassala, Zick, Tata, Pimpalo, Viola, Laxato, Viola, Zitrabin, Viola, Uli, Tanuki, Maro! Zimbabwe Nikamai, Bumbalo Nikamai, Bumbalo Tufi, Zim, Gajama, Bimbalo Operi, Gajama, Gagadi, Gajama, Afalo Pinks, Gagadi, Bumbalo, Bumbalo, Gajamen, Gagadi, Bling, Blom, Gaga, Blum. Was ist Dadaismus? Die Antwort kommt von Richard Hülsenbeck. Jeder hat von dem Wort gehört und niemand weiß, was es bedeutet. Es ist also an der Zeit, einem breiteren Publikum den Schleier zu lüften. Dadaismus ist eine neue Kunstrichtung, die etwas Neues will und sich in bewusstem Gegensatz zu allen älteren Kunstrichtungen setzt. Kennen wir, hören wir den ernsthaften Kritiker schimpfen, ein neuer Ismus, hinter dem sich die Eitelkeit und der Ärger seiner Gründer verbirgt, ein neuer Ismus und ein Zeichen der Zeit, die sich in verständlichen Experimenten verliert und keine große Kunst zu schaffen fähig ist. Schaffe Künstler, rede nicht! Ganz recht, Herr Doktor. Diesmal bitte ich noch um Ihre Verzeihung. Es soll nicht wieder vorkommen. Warum reden Sie sich über Dada auf? Sie sagen, es sei das Urstammen, der Urstammton des Säuglings, eine Kunst, die stammele, sei keine Kunst. Oho, stammeln tun wir nun gerade nicht. Dada ist für uns ein Symbol für die Primitivität. tiefste und intensivste Verhältnis, das Verhältnis zur umgebenden Welt. Wir sind keine Säuglinge, aber Dichter, die gewissermaßen von vorn anfangen wollen. Wissen Sie, was Expressionismus ist? Aber ja, natürlich. Expressionismus war auch eine Richtung, die etwas wollte. Heute ist eine Sammelstelle für die bequemen und untätigen Köpfe, die unter dem Schlagwort für den Geist sich den Forderungen des Lebens entzieht. Wir sind gegen den Expressionismus, für das bewegte Leben. Ist das alles? Höre ich Sie fragen. Im Einzelnen, lieber Herr Doktor, wird dies alles riesig kompliziert. Der Dadaist ist also für die Bewegung. Der Dadaismus gehört auf die Bühne. Ja, ich möchte sagen auf die Straße, wo er vom Lärm der Räder und der Automobilhupen umgeben ist. Alles in ihm drängt zum Leben. Er will keine Ruhe. Er ist eine internationale Angelegenheit. Der Dadaismus gehört auf die Straße. Er will keine Ruhe. Er ist eine internationale Angelegenheit. Der Dadaismus gehört auf die Straße. Er will keine Ruhe. Er ist eine internationale Angelegenheit. Der Dadaismus gehört auf die Straße. Er will keine Ruhe. Er ist eine internationale Angelegenheit. Der Dadaismus gehört auf die Straße! Er will keine Ruhe! Er ist eine internationale Angelegenheit! Der Dadaismus gehört auf die Straße! Er will keine Ruhe! Er ist eine internationale Angelegenheit! Pause! Allgemeine Zeitung vom 19. September 1959. Wiedersehen mit Frankenau von Richard Hülsenbeck. Das Wunder stellt sich nur selten im Leben ein, aber manchmal erlebt man das Erstaunliche. Bis vor kurzem wusste ich von Frankenau in Oberhessen nicht viel mehr als die Tatsache, dass ich dort einmal vor vielen Jahren geboren worden war, dass mein Vater sich dort vor der Jahrhundertwende ohne Erfolg als Apotheker betätigt und dass meine Mutter sich zwischen Hühnern, Bauern und Misthaufen sehr unglücklich fühlte. Ich hörte auch etwas von der landschaftlichen Schönheit, aber mein Vater machte mir klar, dass man selbst mit der größten Schönheit nur dann leben kann, wenn man ein gutes Einkommen hat. That's the point. Hier ist, wie wir in Amerika sagen, der Punkt. Die Bauern hatten so gut wie kein bares Geld und zahlten mit Hühnern, Butter und Eiern. Es gab noch andere Schattenseiten, von denen mir mein Vater erzählte. Mein Vater liebte es keineswegs. Neben seiner Tätigkeit als Apotheker auch als Tierarzt konsultiert zu werden. Die Bauern, die Pülverchen für verdorbene Mägen haben wollten, brachten auch ihre Ochsen und Schweine. Und mein Vater, der ein eifriger Humanist war, konnte das Gefühl nicht loswerden, dass sie die Ochsen und Schweine und speziell die Gesundheit dieser Tiere dem Dasein und Wohlbefinden ihrer Familien vorzogen. Frankenau war, wie ich aus den Erzählungen hörte, ein armes, gottvergessenes Nest, so arm, so gottvergessen, dass meine Mutter, als sie meiner Geburt im Garten der Apotheke entgegensah, in Tiefsinn verfiel. Die Bauern sagten ihr nach, sie ist nicht richtig im Kopf. Die spinnt. Meine Mutter war in der Tat krank. Sie saß mit gefalteten Händen auf einer Bank hinter dem Haus der Apotheke und starrte auf die Giebel der Ställe, aus denen man hin und wieder den dumpfen Muhlaut der Kühe und des Viehs hörte, das sich hier allein wohl zu fühlen schien und offenbar mit seinem Dasein die Szene beherrschte. Wir flohen, sagte mein Vater, da Meine Mutter war krank, vor und nach der Geburt, sie weinte am Tag und schrie in der Nacht. Wir holten den Arzt, aber er lebte, wie es schien, auch zu lange unter Ochsen, um noch Verständnis für emotionelle Störungen zu haben. Nun, das Erstaunlichste vom Erstaunlichen ist, dass Frankenau tatsächlich existiert. Und zwar so existiert, dass man es mit Ehren nennen kann, sodass ich nun entschlossen bin, jedem Zweifel mit Energie entgegenzutreten. Und zwar existieren noch die Ochsengespanne, die meisten Häuser stützen sich noch auf das Fachwerk, auf das meine arme Mutter starrte. Die Apotheke steht noch, wie sie war, sie hat noch die alten Töpfe und Näpfchen, in die mein Vater Kräuter und Salben sammelte. Aber dennoch, Frankenau ist auf dem Weg, eine bedeutende Stadt zu werden. Das wie gesagt 1959. Ich hatte, wie ich sagte, Zeit meines Lebens keine andere Beziehung zu Frankenau als der Tatsache, dass ich dort geboren war. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seitdem vergangen. Krieg und Revolution sind vorübergezogen. Der Hitler-Stumpfsinn und die Hakenkreuz-Brutalität haben Deutsche, deutsches Land und deutsche Gewohnheiten in böses Licht gerückt. Und nun... Ja. Frankenau ist, um es gleich zu sagen, ein mutiger Ort. Als ich dort ankam, drückte mir jemand die Geschichte des Ortes in die Hand, die ein Lehrer geschrieben hatte. Als ich sie später in New York las, stellte sich heraus, dass einmal bei einer französischen Besatzung des Ortes, und wie oft leider wurde der Ort besetzt, gebrandschatzt und gequält, ein kühner Bewohner etwas aus seinem Fenster schrie, was mehr oder weniger der berühmten Äußerung des Götz von Berlichingen gleichkam. Es geschah offenbar nichts. Niemand wurde gehängt. Kein Haus zerstört, kein Ochse kastriert. Und der Fall bleibt einfach als ein Zeugnis menschlicher Unerschrockenheit bestehen. Eine gerechtfertigte Bemerkung gegen eine Besatzungsarmee. Ist es da ein Wunder, dass Frankenau, wenn auch noch viele Jahre vergingen, aus seiner Anonymität hervorkam und nun beginnt, sich einen Namen zu machen? Wir suchten die Apotheke, sie liegt in der Hauptstraße, für jeden greifbar. Herr Apotheker, sagte ich, als ich eingetreten war, ich komme nicht, um Medizin zu kaufen, noch um einen Magenbitter zu verlangen. Ich möchte Sie bitten, mir das Haus zu zeigen. Ich bin hier vor vielen Jahren geboren worden. Der Apotheker, ein Mann um die 50, ein freundlicher, angegrauter Herr, trat einen Schritt zurück, als suche er nach einer Rechtfertigung für eine unglaubliche Idee. Sie wollen das Haus sehen? Sagte er und lächelte mit einer gewissen Feierlichkeit. Sind Sie vielleicht der Herr Hülsenbeck? Dies ist in der Tat so, sagte ich, etwas verlegen. Wissen Sie, was wir mit Ihnen vorhaben? Ich erklärte, ich wisse nichts. In der Zwischenzeit war der Bürgermeister erschienen, ein äußerst liebenswürdiger, solid aussehender Frankenauer. Wir wollen eine Tafel an Ihrem Geburtshaus anbringen. Hier wurde und so Gründer des Dadaismus, Autor, Arzt. Sie verstehen? Ich muss gestehen, dass ich niemals so nachdenklich war, als ich dann von Frankenau zurückfuhr. Legen Sie Ihr Geld in Dada an. Gewidmet dem Sponsor des heutigen Abends. Dada ist die einzige Sparkasse, die in Ewigkeit Zins zahlt. Der Chinese hat sein Tao, der Inder sein Brahma. Dada ist mehr als Tao und Brahma. Dada verdoppelt ihre Einnahmen. Dada ist der geheime Schleichhandel und schützt gegen Geldentwertung und Unterernährung. Dada ist die Kriegsanleihe des ewigen Lebens. Dada ist der Trost im Sterben. Dada muss jeder Bürger in seinem Testament haben. Was soll ich den Dada enthüllen? Dada wirkt im kleinen Gehirn und im Großgehirn der Affen so gut wie im Hintern der Staatsmänner. Wer sein Geld in die Sparkasse Dada anlegt, hat keine Konfiskation zu befürchten. Denn wer Dada anrührt, ist Tabu-Dada. Jeder 100-Markschein vermehrt sich nach dem Gesetz der Zellteilung 1327-fach in der Minute. Dada ist die einzige Rettung vor der Sklaverei der Entente. Jede Anweisung der Sparkasse Dada hat auf der ganzen Welt Geltung. Wenn sie gestorben sind, ist Dada ihre einzige Nahrung. Schon die alten Ägypter haben ihre Toten mit Dada gefüttert. Gautama dachte, ins Nirvana zu gehen, und als er gestorben war, stand er nicht im Nirvana, sondern im Dada. Der Dada schwebte über den Wassern, ehe der liebe Gott die Welt schöpfte. Als er sprach, es werde Licht, da war es nicht Licht, sondern Dada. Und als die Götterdämmerung hereinbrach, war der einzige Überlebende der Dada. Legen Sie Ihr Geld in Dada an. Dada untersteht nicht der Souveränität der interalliierten Wirtschaftskommission. Sogar die Deutsche Tageszeitung lebt und stirbt mit Dada. Wenn Sie unserer Aufforderung folgen wollen, so gehen Sie nachts zwischen 11 und 2 in die Berliner Siegesallee, an die Stelle zwischen Joachim dem Faulen und Otto dem Milchbärtigen, und fragen Sie den Schutzmann nach dem Geheimdepot Dada. Dann nehmen Sie einen 100-Markschein und kleben ihn auf das goldene H des Hindenburg und rufen dreimal, erst pianissimo, das zweite forte und das dritte fortissimo, Dada. Dann steigt der Kaiser, der nicht wie aus taktischen Gründen behauptet wird, in Ammerungen, sondern zwischen den Füßen Hindenburgs lebt, durch einen geheimen Gang mit lautem Dada, Dada, Dada aus der Versenkung und gibt Ihnen unsere Quittung. Achten Sie darauf, dass hinter dem W2 nicht IR, sondern Dada steht. IR wird nicht toleriert von der Sparkasse. Außerdem können Sie bei jeder Depositenkasse der Deutschen Bank, der Dresdner Bank, der Darmstädter Bank und der Diskontogesellschaft Ihr Guthaben auf Dada einzahlen. Diese vier Banken heißen die D- oder die Dada-Banken. Und der Kaiser von China und der Kaiser von Japan und der neue Kaiser Kolchak von Russland haben ihren Hof Dada auf jeder Bank sitzen. Früher nannte man sie Goldscheißer, jetzt nennt man sie Dada. Am linken Eckturm der Notre-Dame-Kirche steht einer. Alle Guthaben werden gesammelt und über Versailles nach dem Vatikan geleitet, wo der heilige Dada sie segnet und sie der heiligen Mama in den Schoß schiebt. Ja, ja, der Dada kann nicht enthüllt werden. Der Dada vermehrt alles im 100. und 1000. Glied. Tao und Brahma sind Dada. Dada schafft Kinder und Enkel. Dada ist fruchtbar und mehrt euch. Nur Dada ist der Erlöser von Not und Trübsal. Legen Sie Ihr Geld in Dada ein. Zentralamt des Dadaismus. Aus den fantastischen Gebeten von Richard Hülsbeck. Ebene, Schweinsblase, Kesselpauke, Zinnober, Krü, 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 Theosophia Pneumatica, die große Geistkunst, Poem, Brütist, aufgeführt zum ersten Mal durch Richard Hülsbeck, Dada oder Biribum, Biribum, saust der Holz im Kreis herum, oder Bohraufträge für leichte Wurfminen, Rohlinge, 7,6 cm, Chasseur, Beteiligung Soda, Calcium, 98 Hundertstel %, Vorgesteh und Damo, Damo, Holla di Funga, Qualla di Mango, Dabei, Dadai, Imbala, Damo, Pfff, commencez, aber commence, Anfang, Anfang, Say, hey, Feder, Hein, gefragt, Arbeit, Arbeit, Blä, 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 Sokobon, 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 Schikaneder, dick werden die Aschen einer, Suckenbaum, die Toten steigen daraus, Kränze von Fackeln um den Kopf, seht die Pferde, wie sie gebückt sind über die Regentonnen, seht die Paraffinflüsse fallen aus den Hörnern des Monds, seht den See Oritzunde, wie er die Zeitung liest und das Beefsteak verspeist, seht den Knochenfraß, Suckenbaum, seht den Mutterkuchen, wie er schreit, wie den Schmetterlingsnetzen der Gymnasiasten. So, es schließet der Pfarrer den Boosenlatz, ratatata, den Boosenlatz, und das Haar steht ihm alle aus den Ohren. Vom Himmel verhängt das Boxkatapult, und die Großmutter lüpft den Busen. Wir blasen das Mehl von der Zunge und schreien, und es wandert der Kopf auf den Giebel. Es schließt der Pfarrer den Bohosenlatz, rataplan, den Bohosenlatz, und das Haar steht ihm alle aus den Ohren. Vom Himmel fällt das Boxkatapult, und die Großmutter lüpft den Busen. Wir blasen das Mehl von der Zunge und schreien, und es wandert der Kopf auf den Giebel. Drahtkopf, Gabeto, Ibben, Zackerlup, Waroi, Zackerlup, Steißbein, Knallblasen, verschwitzt hat, Opfaffengekrös, Himmels, Schöpferling, Geschwür im Gelenk, Ballenblau, immer blau, Blumenpoet vergibt das Geweih, Bierbar, Opibor, Baumabor. Sevilla, oh, Katza, Kakasa, Sakakasa, Kakasa, Kakasa, Kakasa. Schierlingenhaut, gepurpurt, schwillt auf Würmlein und Affe, hat Hand und Gesäß. Ocha, Chipula, Otampotta, Mengen, Mengulala, Mengulala, Kulilu. Lala, Bamboscha, Bambosch, es schließet der Pfarrer den Hobosenlatz, Rataplan, den Hobosenlatz, und das Haar steht ihm aus den Ohren. Schupuru, Watabulu, Pukuganda, Bulu, Ischarimunga, Bulu, den Hobosenlatz, Kapapakamo, den Hobosenlatz, Katapena, Kamo, Katapena, Kara, Schuburu, Paranta, Daumba, Dano, Daumba, Hihi, den Hosenlatz, Mpala, das Glas, der Hexer, Tara, Katapena, Kara, der Richter, Katapena, Tafu, Mfunga, Mpala, Mfunga, Koel, die Töramba, Taro, und der Ochs, und die Zehe voll Grün, Spanamorphen, Mpala, Tabo, Rosenlotz, Mpala Tafunda Mishima, da Boscha, Karamba, Yushola, Dana, Eloi! Das Rad der Fische will sich Pfeifen leihen. Es schminkt sich artig als trüber Gast. Die Wasservögte ankern nach den toten Sternen. Die Winde treibt der Leuchtturm fort im Sack. Die Bergsteintiere ziehen ungemolken in die Fernen, gefolgt vom Lippenzwerg und Kinderwrack. Und nichts beschließt das Pauken und das Knallen des Meeres Anfang der Schwelle Schrei. Der Wind spitzt sich von Neuem seine Krallen und hängt sich Kapitäne ins Geweih. Der Zwerge dünnes Horn erschallt, der Blitz will jede Laus begatten, die Harfe klirrt aus Niet und Spalt, die Schiffe brannten auf den Ratten, die Luft gerinnt zu schwarzem Stein, zermalmt wird Schnabel, Braut und Rose. Es reißt der Sterne Ringelrein, der Zirkus stürzt ins Bodenlose. Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir, du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer, du bist du. Die Leute sagen, du wärst. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände, auf den Händen wanderst du. Hallo! Deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich an der Blume, rot liebe ich dir, du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Blut. Anna Blume, rote Anna Blume. Wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist die Farbe deines grünen Vogels, du schlichtes Mädchen im Alltagskleid. Du liebes, grünes Tier, ich liebe dir, du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, ah. Ich träufle deinen Namen, dein Name tropft wie weiches Rindertalg. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. Ah, ah. Rindertalg träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfes Tier, ich. Frankenauer Erstaufführung von Hugo Ball und seinen Freunden das dadaistische Krippenspiel, Bruitistisch. Brüh, Lärm, Geräusch. Brütistisches Krippenspiel. Der Wind Ton der heiligen Nacht. Die Hirten, hey, holla, hey, holla, hey, holla, Nebelhörner, Ocarina, steigen auf einen Berg, Peitschen knallen, Hufe. Der Wind, zwei, der Stall, Esel. Federvieh, Stampfen, Strohgeräusch, Kettenrasseln, Stoßen, Keulen, Schaf, Maria betend. Drei. Die Erscheinung des Engels und des Sterns. Der Stern. Propellergeräusch. Leise anschwellen. Tremolierend. Bis zu erheblicher Stärke. Energisch. Dämonisch. Ankunft. Zischen. Zerplatzen, Bündel von Licht in Geräuschen, Lichtapparat. Blutet weiß, 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 weiß. Fallen aller Mitwirkenden. Erst auf die Ellbogen, dann auf die Fäuste, sodass zwei Geräusche entstehen, die zusammenhängen. Plötzlich Stille. Vier. Die Verkündigung. Geräusch der Litanei. Dado, dado, dado. Dado, dorum, dado, 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 dorum, dado, dado, dorum. Tutti, Moon, Ian, Ketten, Schalwein, Gebet, Stern, Schaf, Wind, Huhn. Stilisiertes Lachen. Ha, 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 Steigerung, ha, 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 bis zum höchsten Lärm, ha, 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 Tanz nach gepfiffener Melodie. Das Ende des Do sehr schmerzlich und bedauernd. So. 5. Die Heiligen Drei Könige. Der Stern. Die Karawane der Drei Könige. Schnauben der Pferde, Trampeln der Kameler. Die drei Könige, Rabata, Rabata, Bam, Rabata, 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 Bam, Bam, Rabata, 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 Bam, Bam, Bam. Glöckchen der Elefanten. Bim, 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 bim. Flöten. Trompete. Schnauben der Pferde. Wiehern der Pferde. Kackeln der Kamele. Klatschen der Hände mit sehr hohler Fläche. Der Stern. Sechs. Ankunft im Stall. Eine Kerze leuchtet auf. Der Saal war vorher verdunkelt. Man sieht jetzt die Orchestermitglieder. Sie haben schwarze Tücher umgeschlungen, sodass ihre Gestalt verschwindet. Sie sitzen außerdem mit dem Rücken gegen das Publikum. Joseph, bonsoir Monsieur, bonsoir Monsieur, bonsoir Monsieur, bonsoir Monsieur, Esel und Öchslein. Ah, 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 Geräusch von Kupfergeräten. Klappern von Tannen, Stoff, Taft, Geräusche, Gläser, Schöpfen, Rieseln. Schlüsselgeräusche. Joseph, pardon, Français, Monsieur. Pardon, Français, Monsieur. Die Heiligen Drei Könige, A, E, I, O, A, E, Ei, au, oi, e, i, u. Ah. Maria pfeifend. Schlaf, Kindlein, schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Josef. Potz. 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 Jesus. Sieben, die Prophezeiung. Plötzlich Hammerschläge. Nageln. Rattern. Klappern. Zurufe der Knechte. Hey, holla, hey, holla, hey, holla. Zimbeln. Pfeifen. Joel, Volksmenge bellen. Die Pharisäer. Die heiligen drei Könige. Sehr schmerzlich. Esel und Öchslein, sehr schmerzlich. Lamm, sehr schmerzlich. Klagelaute der Maria. Glocken und Glöckchen. Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. Gong. Gong. Nagel. Da floss viel warmes Blut vor. Richard Hülsbeck, das Cabaret Voltaire. Wenn jemand in früheren Zeiten eine Religion gründete, zog er sich in eine Höhle zurück, aß wilden Honig, wusch sich nicht und wartete, bis die Erleuchtung über ihn kam. Als wir den Dadaismus im Cabaret Voltaire in Zürich gründeten, aßen wir die guten Steaks der Bollerei oder wir betranken uns bei Baserma. Und was die Erleuchtung angeht, so beschränkten wir uns auf die Illumination unserer Köpfe, die der spanische Wein machte. Wir waren die Propheten einer neuen Zeit. Sarah war ein erfinderischer Kopf, ein Vierteljahr ging er sichtlich gequält umher. Abends erzählte er wehmütig von dem Bursuk, einem Tier in den Wäldern Rumäniens, das sich von den Genitalien der Waldarbeiter nähert. Aber als der Dadaismus kam, stellte er sein Bett nieder, legte die Melancholie ab und aus den Klageliedern Jeremie traf jenes dadaistische Gejodel, das später Paris revolutioniert hat. Als Ball und ich den Dadaismus entdeckten, waren wir uns unserer großen Mission bewusst. Ball hatte gerade einen Teller Nudelsuppe gegessen und ich hatte gerade den letzten besoffenen Studenten aus dem Kabarett Voltaire geworfen. Da sagte Ball, da siehste, wo das hinführt. Während er sich an einer Nudel verschluckte, machte er mich auf eine Schramme an der Stirn aufmerksam, die mir der besoffene Student mit den Rapieren seiner unbeschnittenen Fingernägel versetzt hatte. In diesem Moment, dies war der historische Moment, lud mir das Geschick eine Verantwortung auf, die ich bis heute nicht abzuschütteln gewagt habe. Ich begriff den Dadaismus. Die Form einer Religion mit Hierarchie, gesellschaftlicher Ordnung, Priestern und Oberpriestern hat der Dadaismus erst später bekommen. Gleich nach seiner Gründung trat ich der dadaistischen Opposition bei. Wir wollten gleiches dadaistisches Recht für alle. Wir waren gegen das dadaistische Bonzentum und gegen den dadaistischen Kapitalismus. Mein Kampflied war ein nordafrikanisches Lied, das ich jeden Abend im Kabarett gegen ein bescheidenes Salär vortrug. Es lautet in deutscher Übersetzung, wir wollen unsere Hammel über das Land treiben, lasst uns der Hammel gedenken, ehe wir sterben. Wenn wir sterben, ist nur die große Trommel noch da. Dazu schlug ich heftig auf eine Kesselpauke, die mir das Philharmonische Orchester in Zürich geliehen hatte. Es gab in Zürich Einige deutsche Professoren, die dem Dadaismus als einer Zeiterscheinung gerecht zu werden suchten, mit ihnen saßen wir bei Bazerba und betranken uns, ohne dass es uns gelang, auf den Grund zu kommen. Es war eine große Zeit. Damals war Mary Whitman noch ein kleines Mädchen und dem Dadaismus geneigt. Heute tritt sie den Dadaismus mit Füßen, aber ihre Füße haben dafür eine gewisse Notabilität erlangt. Mit der Zeit degenerierte der Dadaismus vollständig. Ältere Damen begannen sich wohlwollend für ihn zu interessieren. Man hielt ihn für eine neue Kunstrichtung und begann Bücher über ihn zu schreiben. Was mich angeht, so bin ich immer der alte Oppositionelle aus dem Cabaret Voltaire geblieben. Ich fordere gleiches dadaistisches Recht für alle, die internationale dadaistische Sexualzentrale und eine allgemeine dadaistische Abrüstung. Ehe nicht der Dadaismus zu der einfachen Nudelsuppe zurückgekehrt sein wird, wird nichts aus ihm werden. Ein dadaistisches Asketentum tut Not. Unsere Jugend mag es sich gesagt sein lassen. Richard Hülsenbeck aus den fantastischen Gebeten. O, du Metallvogel, du, der du im Zeichen des Krebses flatterst, o, du transparent Herz und Kaffeekanne über den blauen Zinnen meiner Burg, o, du Metallvogel und Lämmergeier, o, Aufstieg meiner Seele aus einem Knockebaut. Ahu, ahu, burubu, burubu, die Irren sind los und der Papst geht hoch. Das Auge fällt aus und die Pfeife zerbrach. Litibi, o du sanft gefiedertes Händepaar meiner Seele, o du Pferd meiner Seele, du Fagott meiner Braut, o du Riechwurz des Esels, du Schlangenhand. Ajo, dorloro, ajo, dodelelo, o du verfluchter Lämmergeier. Denn siehe, ich bin der Dämon, oho, jodelo, ho, ratatlan, meine Schenkel sind Obstkähne, Fliegenwedel aber sind meine Arme, litipi, litipi. Denn siehe, aus den Eisenbahnzügen klettern die Moskitos, den Stock in der Hand. Auf den Pinguinen reiten die schönen Turnvereine. Oh, schwing den Arm, oh, schwing das Bein, oh, du Metallvogel meiner Seele, oh, du verfluchter Lämmergeier. Tatsächlich in dieser Welt gekommen. Auf der Telegrafenstange sitzen die Kühe und spielen Schach. So melancholisch singt der Kakadu unter den Röcken der spanischen Tänzerin wie ein Staatstrompeter und die Kanonen jammern den ganzen Tag. Das ist die Landschaft in Lila, von der Herr Meyer sprach, als er das Auge verlor. Nur mit der Feuerwehr ist die Nachtmar aus dem Salon zu vertreiben, aber alle Schläuche sind entzwei. Ja, ja, Sonja, da sehen Sie die Zelluloidpuppe als Wechselbalg an und schreien, Gott sei Dank! Der ganze Monistenbund ist auf dem Dampfer Meyerbeer versammelt. Doch nur der Steuermann hat eine Ahnung vom hohen C. Ich ziehe den anatomischen Atlas aus meiner Zehe. Ein ernsthaftes Studium beginnt. Habt ihr die Fische gesehen, die im Cutaway vor der Opera stehen? Schon 2 Nächte und 2 Tage. Ach, ach, ihr großen Teufel. Ach, ach, ihr Imker und Platzkommandanten! Wille wau, 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 wille bo, bo, bo. Wer weiß heute nicht, was unser Vater Homer gedichtet hat. Ich halte den Krieg und den Frieden in meiner Toga, aber ich entscheide mich für den Cherry Brandy Flip. Heute, was keiner unterworfen gewesen ist, mit dem Sargdeckel schlägt man den Takt dazu. Wenn doch nur einer den Mut hätte, der Trambahn die Schwanzfedern auszureißen. Es ist eine große Zeit. Die Zoologieprofessoren sammeln sich im Wiesengrund. Sie wehren den Regenbogen mit den Handtellern ab. Der große Magier legt die Tomaten auf seine Stirn. Füllest wieder Busch und Schloss. Pfeift der Rehbock, hüpft das Ross. Wer sollte da nicht blödsinnig werden? Schalabeng, Schalabei, Schalabeck so weit. Dankeschön. Für diese tolle Dada-Show. Nochmal Applaus. Ich glaube, wer bislang noch nicht wusste, dass, ich wollte gerade sagen Michael Hülfenbeck, aber der heißt Richard Hülfenbeck, wirklich ein bedeutender Bürger dieser Stadt Frankenau war, der hat es heute erfahren. Es gibt sogar noch ein Gedicht, ein Schepperling-Gedicht. Schepperlinge sind ja hier durchaus bekannt, gell? Ich muss gestehen, wir haben es zu Hause liegen lassen. Das hat FC Delius geschrieben, weil er auch so angetan war von Richard Hülfenbeck und dem Dadaismus, dass er irgendwann, als er hier bei uns war, beim Literaturfestival, zur Feder gegriffen hat. Das ist auch in einem Buch dann erschienen. Und also falls sich der Magistrat der Stadt Frankenau entschließen wird, doch noch irgendwie unserem Herrn Hülfenbeck ein Denkmal setzen zu wollen, über diese Platte hinaus, die an der Apotheke hängt, da würde ich sagen, gibt es noch ein passendes Gedicht, das ich mit einer hier sehr bekannten Mahlzeit, also einer Speise befasst, nämlich den Schepperlingen. Das ist ja, hast du es, dann lesen wir es nochmal. Hast du es hier? Genau. Also, für Hülfenbeck von Delius. Schläft ein Lied in allen Dingen, nein, es schämt im Dada-Singen. Nein, es schläft in Schepperlingen oder doch in Läpperschingen, Schellerpingen, Schellepringen, Pellerschingen, Schepperlingen. Nein, da spricht Herr Hülsenbeck, Herr Hülsenbecker, lieber doch von Schlingenpepper. Schrinkenlepper, Schingenrepper, schläft ein Lied in allen Dingen und Kartoff in Schepperlingen.